Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Ja, in der letzten Folge habe ich ja erstmal ein bisschen gelernt, wie die Grundlagen sind. Dabei ist wieder der Spooky4F. Ja, hi hi. Und die Sandy, die Grundlagenlernerin. Genau, die Schülerin, die das Spiel zum ersten Mal spielt. Wir machen auch gleich weiter. Wir müssen jetzt durch dieses Kacktor hier. Bei mir liegt es ewig zurück. Ich glaube, ich habe das sogar schon, ich habe schon ein paar Folgen oder so als Let's Play bei mir draußen. Nee. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich glaub nach geradeaus. Da unten diese komischen Viecher da zu. Voll erstmal vorbeigeschossen. Wenn die das Maul aufreißen, dann kann man ihn reinschießen, dann ist es ein Critical. Oh, meinst du so? Oh, hier ist ja noch einer. Wow. Boah, scheiße, ich muss nachladen. Mist. Ui. Kommen noch mehr? Oh, ein Sniper. Haben noch sau schwer zu spielen, die Snipe. Wenig Dings habe. Ne, wir haben es geschafft, jetzt können wir sie abliefern gehen. Mal hier, Skag Gully. Ach, vielleicht ist hier noch was zum Looten, hast du mal geguckt? Also, wir gehen jetzt eh gleich wieder hierher. Ach so. Mal noch gucken, weil wir müssen jetzt nur abliefern oder müssen wir uns eh laufen. Jetzt ist es ein Hin und Her wie ein Bau am Anfang. Zum Doktor müssen wir, oder was? Genau. Ich glaube, da kriegen wir gleich diese Medi-Versorgung, dass unsere Energie sich automatisch auflädt und dass wir ein Schild haben oder so. Bei der Gesundheit. Alles täuscht. Jetzt nach und nach erstmal die Teile. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Ja. Yippie! Noch eine Quest! Yeah! Die nächste. Wenn du die Stadt verlässt, wirst du ein Schild brauchen. Ein Schild bildet eine unsichtbare Barriere um dich. Und ich kann nicht scrollen. Warum kann ich nicht scrollen? Kannst du das weiterlesen? Ich kann nicht scrollen. Warte mal, sehe ich die Quest irgendwo? Warte, ich gehe mal. Besorge einen Energiekoppler, repariere den Medi-Automaten und kaufe einen Shield. Barriere um dich. Ach so, mit der Schusstaste kann ich runter scrollen. Ach so, nach oben und... Ah, ich weiß jetzt wie. Ein Schild bildet eine unsichtbare Barriere um dich und und absorbiert Schaden. Normalerweise könntest du einfach einen am Medi-Automaten kaufen, aber der hier hat eine Kugel abbekommen während des Banditenangriffs. Zum Glück braucht man nur einen neuen Energiekoppler. Zufälligerweise habe ich einen alten Automaten, den ich für Ersatzteile benutze. Er steht gleich vor der Stadt auf der Straße nach Osten. Beschaffe das Teil, baue es in den Medi-Automaten ein und kaufe dir ein Schild. Machen wir doch! Wieder nach Osten, ne? Das ist doch das Tor wieder, oder? Wo rennst denn du? Ich höre dich doch. Was machst du denn da? Ich hab noch was gefunden. Du klaust Uni. Ja alles. Uni! Klauen. Also, schuld dir mal. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich dir irgendwie das rübergeben kann, weil das ging ja normalerweise. MG-Muni. Ich kann da unten die Muni. Doch. Ich kann auf die Muni wählen. So. Eingabetaste ablegen. Welche ist denn jetzt die SMG? Darauf. Wie kann man denn die Muni wählen? Leertaste heißt wegwerfen. Mal die Waffen auswählen. Kann gar nicht unten auf die Muni. Deswegen zeigt er mal die Muni dann an. Irgendwie konnte man die, glaube ich, auch. Komm, es wird dunkel. Wir müssen weiter. Genau. Komm, zieh mal los. Ziehen wir deine. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach raus und links. Wie die stöhnen, ey. So, halte Tab gedrückt, um deine Karte zu öffnen. Super, nach links müssen wir. Ja, genau. Ich glaube, da kommen jetzt nochmal so Skags. Gagfutter! Da ist ja nämlich der Koppler und da kommen, glaube ich, jetzt... Aua! Ich glaube, du verbesserst auch deine Skills, je nachdem, mit welchen Waffen du spielst, immer drin. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube, ja. Scheint, als wäre es sauber hier. Jetzt will ich öffnen. Holst dir nur das Ersatzteil. So. Na und? Besser als nix? Du machst immer alles auf.
Jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Ne, warte mal, Medi-Auto, doch, Medi-Automaten reparieren. Das machen wir mit links, machen wir das. Da können wir das Shield kaufen. Jippie. Was ist so dein erster Eindruck von der Grafik so? Ganz lustig. Und die auch mal, da hüpft geil. Was. Da hüpft ein Spooky. Achso, nee, doch. Den musste ich mal anschießen. Mir war da noch. Den habe ich mal bei Minecraft gebaut, als Easter Egg ganz groß auf meiner alten Welt. Sag mir einfach, hier musst du hin. Hä, hey, warum kann ich nichts abgeben? Sandy? Hier. Ach so, der Automat, stimmt. Ja, seitwärts. Ach, da. Wo das grüne blinkt, genau. Hey. Und jetzt mal ein Shield kaufen. Hm. Genau. Ah, jetzt siehst du das Kapazität und Ladegeschwindigkeit, das ist jetzt alles noch weiß. Da gibt es ja auch nachher epische Gegenstände und so. Es ist halt auch so cool. Gibt denn nur einen Shield zur Auswahl? Ja. Standard Mist, ey. Danke. Haben wir uns jetzt das Teil Geld eigentlich auch geteilt? Benutzen, um weiß ich nicht, haben wir uns auch beachtet. Gib mal die Quest ab. Yippie, siehst du, für meine Arbeit braucht man keinen Doktortitel. Schön. Banditen, 8 töten? Machen wir doch. Ach, hier gibt's so schöne Shields, die laden deine Energie auch wieder auf, weil wir laden ja gar nicht. Achso, aber wie, also Energie können wir nicht selber aufladen? Also Medipacks oder so? Es gibt hier doch kleinere Medi-Ampulle, sehe ich, als Sofort-Medi-Kit und eine zum Mitnehmen anscheinend. Die können wir eh nicht kaufen. Oh, nee. Wie viel Geld hast denn du? Wo sehe ich denn das, wenn ich das anvisiere, ne? 1000. Der quatscht andauernd, deswegen sehe ich das nicht. 1034, glaube ich, ja. Ja, gut, dann haben wir nämlich das Geld gemeinsam. Na, 50-50, denke ich mal. Wollen wir weiter oder willst du noch 3 Stunden an dem Ding rumstehen? Ich habe meine eine schlechte Pistole verkauft. Brauchst du die Hilfe der Leute hier? Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Ninetoes hilfst. Hast du gerade hier geschossen? Nee. Ach, das ist der Roboter, der wahrscheinlich so eine Geräusche macht. Oh, wo müssen wir überhaupt hin? Ja, ach. Ja, hier hinten. Glaube ich rechts dann. Wenn wir draußen sind. Gut, Attacke. Banditen töten. Das Schild lädt sich auf jeden Fall wieder auf, wenn du ein bisschen aus dem Gefahrenbereich stehst. Müssen wir hier rechts oder müssen wir gerade? Wir müssen links weiter, da hoch. Ach so, da sind wieder so eine Viecher. Ja, holen wir ein bisschen zum Level noch. Vielleicht kriegen wir noch ein Level. Machen wir noch mal mehr Damage. Oh, wäre noch einer. Ich hab voll. Aber Muni wird. Ich glaube, da hoch müssen wir, oder? Ja, stimmt, genau. Da oben. Oder geradezu, nee, ne? Nee, da ja. Hinten ist das, glaube ich, wo dieses Feld da steht oder was das darstellen soll. Wo ist denn hin? Ab, ey. Na toll, jetzt verstecken die sich auch noch. Oh, ey, ich triff nichts. Los! Die Sniper hat eine Streuung. Aha. Wer lacht denn also? Du? Nee. Nachladen. Die sind zu weit weg, ich muss näher ran. Niemand erschießt meine Freunde außer mir. Hat er gemacht. Oh, wo kommen die denn alle her? Der kann aber rennen. Ja. Ich treffe die mit der Waffe nicht. Mit der SMG? Oder mit der Pistole? Mit beiden, ist scheiße. Ich glaub, deine Skills verbessern sich, je stärker du wirst, weil nämlich... Nämlich echt am Anfang ekelhaft. Oh Junge. Wenn die Metas nur Level 3. Ja. Ja, ich auch. Yay. Säure Bart genommen, du Penner. Mann, wie viel sind denn das? Attacke! Wir haben auf jeden Fall die Mission geschafft. Die rotten wir noch aus, das Dorf hier. Genau, hätte ich auch gesagt, und gucken, ihr habt.
Hier ist wieder was, was ich nicht einsammeln kann. War halt schon schön die Muni gebunkert. Nee, meine Muni geht ja, aber deine kann ich scheinbar nicht einsammeln. Ja, wenn du auf Back auf deinen Charakter der gehst, dann siehst du auf schon wieder alles. Geld. Waffenfertigkeiten, die steigen echt mit den Waffen, mit denen du spielst. War das so? So. Auch nichts mehr sammeln. Nee, das ist die Muni, die Weike einsammeln muss. Du hast andere Muni, da hinten lag noch welche. Na egal. Oh. Bei der einen Leiche. Oh, hier kommt man rein. Nee, doch nicht. Also komm mal zurück, ne? Sieht so aus, als wäre hier nichts, ne? Ah, hier ist noch was. Geld. Money, money, money. Ah, da ist sie. Da ist sie schnell mit den Fingern. Money, money. Mein Geld. Mein Schatz. Okay, gehen wir zurück ab, Jimba. Ach, da kommen wir ins Kolosseum. Stimmt, das ist, glaube ich, vom Dings her. Diese Tür wird, so. Betritt die Arena, um Freunde zum Zweikampf rauszufordern. Waren wir aber oder so. Ah, stimmt. Das können wir auch so. Ah, hier waren wir ja schon, ne? Ja, genau. Ich bin immer gerne beim Laufen in dem Spiel. Sieht scheiße aus. Vor allem, das bringt nichts. Du bist trotzdem genauso langsam. Ja, ich weiß, aber es macht Spaß. Es nervt nicht so. So eintöniges Laufen hier. Oh, die Breakbremsen. Ach, hier liegt noch Muni für mich. Pistolen. Nimm. Yeah! Boah, jetzt mal schwindlig. Sieht so bescheuert aus. Ich geh wieder abgeben. Ach, du musst glaub, Quickscope, ne? No Scope. Jetzt so. Ja, ist egal, wer abgibt. Was willst du? Gut gemacht, mein Freund. Hier ist die Belohnung. Toll. Yay, 480 EP. Ah, jetzt sehe ich unten die EP-Balken. Wenn Nine Toes begreift, dass wir ihm was seine Augen beraubt haben, werden wir schon den nächsten Schritt getan haben. Was müssen wir jetzt machen? Baha getroffen. Sprich mit TK Baha. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber auf den Kopf von Nine Toes ist eine Belohnung ausgesetzt, aber er ist schwer zu fassen. Wir haben keine Ahnung, wo sich sein Unterschlupf befindet. Sprich mit TK Baha auf seiner Farm südlich von Firestone. Von Firestone? Keiner kennt die Gegend wie er. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Machen wir doch. Okay, also. Genau. Hast du den Schild gekauft oder was? Nee. Noch hast du ja. Okay, ja. Ab zum... Also, ja, doch, am Anfang, ja. Weißt du noch, wohin? ja. Ach, da unten dem Punkt nach. Da ist doch noch irgendwo ein Ausrufezeichen, das heißt, irgendwo ist ein bisschen... Welchen Punkt irgendwo... nach? Hat man eine Markierung oder was? Oder dieser leuchtende Diamant. Ich sehe keinen. Nicht da unten auf der Karte, wenn du... Ach, du hast auf der Karte geguckt, Mann. Sag mir das nee, doch. Nee, da unten auf dem, Kompass. Ach, da. Dieser leuchtende Diamant ist dann... Er hat ein Schild auf der Gegner hier, er ist schon ein bisschen dicker. Oh. Wenn wir der Snipe jetzt spielen. Okay, weiter. Wo kam der denn plötzlich her? Da kommen noch ein paar, von dort kommen jetzt so viel. Das ist, glaube ich, dort, wo wir nachher hin müssen, wo dieser Unterschlupf ist von diesem... Wo wir rausfinden müssen, weil niemand weiß, wo er ist. Der erste Boss. Boss. Der hat ein Schild. Vor allem der flitzt die ganze Zeit, du Kacke. Ja. Da gibt's nachher durch deine Elementarfähigkeiten, die du hast, mit Elektro machst du halt direkt die Schilder kaputt und so Dinger. Das ist richtig nice. Ja, nicht mal was verloren. Ey, jetzt kommen die doch bestimmt dauerhaft da, oder? Ich glaub nicht. Ich glaub nur. Ah. Muni! Meine Muni! Okay, können wir jetzt endlich weiter? Jo! Ich glaube, der ist auch schon irgendwo hier. Bei mir wird auch ein roter Punkt irgendwie da unten angezeigt. Ja, das sind Gegner, die... Und dann gibt es die Ausrufezeichen, das sind Questgeber quasi. Ja, mit dem müssen wir reden, das andere bist du. Ja. Oh, also pst. Noch ein Schritt und es ist dein letzter.
Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh Gott, Holzpasse. Ist das ein Spinner. Hm? Hey, warum kommst du denn? Alter, noch ein Holzbein, ey. Ist immer schön Gesellschaft. Quatsch mal. Keine Sorge wegen mir. Ich kann auf mich aufpassen. Ich komm schon klar, okay? Alles cool. Wer da? Oh nein, ein Neuer in der Stadt. Was? Ich bin TK Baha. Warte, ich glaube, ich habe etwas gehört. Oh, nach Vorrat. Genau, jetzt müssen wir das machen. Jeder will da irgendwas von uns in diesen Landsgebieten. Das lesen wir aber jetzt nicht jedes Mal vor, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Wir müssen jetzt einfach dort unten in dem Skeks, die haben in diesen Erdhaufen haben die gestohlene Vorräte versteckt. Was ist denn hier für ein Gammelzeug? Oh, Sniper-Muni. Müssen wir überhaupt hin? Mal jetzt suchen, das ist ein bisschen zufällig da unten an diesen ihren Haufen. Ihre Haufen durchsuchen. Hey, du bist Sniper, mach die platt. So, wird bewegen, ihr Scheißviecher, aber. Keine gute Feuerrate mit der Snipe, mit dieser hier. Da treffe ich, oder nicht? Aua, einer hat mich gebissen. Die Sau. Bamoni. Alles voll. Und Muni. Und Muni. Ey, ich kann auch alles an Muni mitnehmen, glaube ich. Boah. Okay. Hässlingen, lasst mich in Ruhe. Genau. Ich hab nichts getan. Auch nicht, ne? Bleib mal Muni. Was liegt denn hier? Was ist denn? Ah, das ist ein Medikit, aber das ist ein Sofort-Medikit. Hab ich voll. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie man die verwendet. Das müsste ich nachher nachgucken. Nee, das ist ein Sofort-Medikit. Also so. Die geht nur, wenn du verletzt bist. Kriegen kannst du. Müssen wir jetzt hier rein oder was? Ins Loch? Nee, wir müssen eigentlich. Ah, hier liegt mal sowas finden. So ein Grüne mit dem Trophäe dran. Davon. Ah, okay. Erdhaufen hier. Ah, da hinten liegt auch, glaube ich, was. Du hast, glaube ich, schon aufgeschossen oder so. Du bist mir zu schnell. Fuck, da müssen wir noch weiter. Siehst du, da hinten leuchten so die Grünen. Stimmt, jetzt müssen wir noch so eine fiese Viecher. Vor allem vom Weiten zu ziehen, ist echt scheiße. Oh, die rennen aber auch scheiße, also für mich ja, mit der Snap ist das richtig kacke auch. Kacke, 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 mein Schild ist down. Oh, das ist ein Level 4er. Ah, der macht auch schon Damage. Oh. Aber auch EP gegeben, ey, die Sau. Penner. Kann ich mit dem Ding ziehen. Warum andauernd auf mich? Ola hat ein Zielfernrohr, das ist sau nervig. Er hat dem den und wir haben den Oberkiefer weggeschossen, die Kopf. Also das hier ist glaube ich die ungeschnittene Fassung, ey. Echt? Habe ich selbst noch nicht gesehen. Mal, ich weiß, früher war es geschnitten eben die Deutsche. Und dann noch mehr? Nee, das waren sie, oder? Also aus. Ja, richtig, der Overkill, da vor allem kam dieses Platzgeräusch auch, hast du das auch gehört? So richtig. Ja, ja. Auch nochmal zu tief zurück. War fertig langsam? Ey, ich hab kaum noch live. Ja, kann ich alles mich heilen? Ja, das geht eben nicht. Außer, warte mal, da hinten, wenn das Kit noch liegt, das Medikit dort liegt. Wir haben diesen Schild noch nicht, der die Gesundheit regeneriert. Nee, liegt hier nicht mehr. Ah, da hinten, doch, da liegt's. Aber man muss doch auch andere Medipacks benutzen können. Ja, aber ich glaube, die kann man erst kaufen, oder? Wir müssen eh abliefern gehen. Genau. Ich glaube, dann sind wir eh Level up, da ist Gesundheit wieder voll. Wir liefern noch ab und dann beenden wir die Folge. Okay. Achso, hier war der Typ. Im Klo? Nee, nicht im Klo. Los noch mal Geld.
Bleib mal Muni. Hier war der, da. Ja, Alan, es wird schon wieder dunkel. Nein, dein Glück. Ich schieße nur. Yay, Level up. Echt? Ja. Okay, nächste Aufgabe. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann, ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Borderlands. Genau, mit der Sandy. Genau, und dem komischen, ja, wie sieht er aus? Wie ein Spacko. Den Spacko Spucki. Bis der drittes Auge. Ja. Tschüss. Hey, tschüss. Los, kämpfe. Bring mich zum Lachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen und hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir durch die Borderlands ziehen. Oder begleitet uns auf weitere spannende Abenteuer in vielen tollen Playlists. Vielen Dank und bis dahin, eure Sandy und euer Spooky.